Ja, Barbara Todt mein Name. Ich bin Journalistin beim Falter und freue mich sehr, Sie durch die nächsten 40 Minuten zu führen. Vorweg eine Bitte, schalten Sie Ihre Handys bitte auf lautlos. Und ich glaube, Sie haben am Eingang gesehen, es gibt Filmaufnahmen des heutigen Abends. Wem das nicht recht ist, der sollte sich jetzt verstecken. Ja, Michael Häupl, Haya Molchow. Mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass die Anfangsbuchstaben Ihrer Namen H und M sich jeweils kreuzen. Und Sie haben noch etwas gemeinsam, nämlich, ich glaube, wir alle haben das Gefühl, Sie sind Wiener, Wienerinnen, aber Sie sind keine gebürtigen Wiener und Wienerinnen. Das macht vielleicht auch schon mal das Wienerische aus, darüber reden wir gleich, aber vorweg, Haya, würde ich Sie gerne fragen, als Sie nach Wien gekommen sind, das war so Ende der 70er Jahre, wie war Wien damals? Was sind so die ersten Erinnerungen, die Sie an diese Stadt haben? Ich hoffe, ja, jetzt ist es an. Wie war der erste Eindruck? Wenn du jung bist, verliebt bist und du kommst zu einer Stadt wegen einer Liebe, schaut alles toll aus. Ja, also Wien war 78, bin ich gekommen, habe den Sami in Deutschland kennengelernt. Er hat mich nach Wien geführt und ich war einerseits etwas schockiert, weil ich komme aus Tel Aviv, ja, vom Wetter, vom Klima, von Atmosphäre, von Kaffeehäusern mit grauen Vorhängen, die alle verraucht waren. Bei uns war alles offen, hier war alles zu. Aber dadurch, dass ich so glücklich war, hat mir Wien von ersten Moment gefallen. Bravo. Herr Häupl, wie war das denn bei Ihnen? Sie sind nicht von so weit weggekommen, sondern aus Alt-Lenkbach. St. Christophensburg. St. Christophensburg. Ja, aus dem Wienerwald, aus dem erweiterten Wienerwald. Sie sind zum Studieren nach Wien gekommen. Wie war die Stadt, wie haben Sie die Stadt erlebt? Ich habe zwischendurch einen gewissen Gewöhnungseffekt gehabt, wenn man so sagen kann. Denn ich war in Krems, ich habe dort in erster Linie Fußball gespielt, nebenbei bin ich in die Schule gegangen und habe dort auch maturiert. Ehrlicherweise sage ich das in dieser Reihenfolge, denn es war ja letztendlich auch so. Daher war das nicht ganz so außergewöhnlich. Von einem 500-Einwohner-Dorf in eine 24.000-Einwohner-Stadt, vor allem eine sehr junge Stadt, weil es da sehr viele Schulen, noch nicht die Universität, aber sehr viele Schulen schon gegeben hat. Und dann, ja, dann war ich beim Militär und dann 69 bin ich nach Wien gekommen. Wien 1969, da reden wir gleich weiter. Mir ist nur eines jetzt eingefallen, es steht ja da auf einen Gespritzten mit Michael Häupl und Haya Molchow als Motto des heutigen Abends. Wo da ist der? Es fehlt uns der Gespritzte. Herr Ober? Denke ich mir doch, weil mein Gespritzter schaut anders aus. Das. Man bringe den Spritzwein, bitte, drei Gläser. Danke sehr. So schnell geht das Kaffeehaus in Wien. Jetzt lässt es sich leichter über Wien im Jahr 1969 reden. Ich meine, alle Leute, die ich kenne, die damals jung waren, sagen, es war schon auch ziemlich finster und dunkel und Land nicht so belebt und nicht so viele Lokale wie heute. Das tollste Fest, das es für junge Leute damals gegeben hat, war dieser Kistergeschnaß. Alles andere war, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Semester hatte begonnen mit Anfang Oktober. Ich wollte eigentlich zu Allerheiligen schon gar nicht mehr nach Wien kommen, weil es war, wenn man aus einer jungen Stadt kommt, wie das Krems war, war das Wien. Ja, um 8 Uhr haben sie den Gehsteig aufgeklappt und es war einfach nichts los. Das Einzige, wo man wirklich, sagen wir mal, sich als junger Mensch wohlfühlen kann, war die Uni. Da war wenigstens noch ein studentisches Leben, da war wenigstens noch irgendwas los, aber sonst. Es war grau, dunkel, jetzt kommt natürlich noch der November dazu. Das ist ja, sagen wir nicht, mein Lieblingsmonat, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist zusätzlich noch, hat noch für eine gewisse depressive Stimmung gesorgt. Also wenn ich nicht mein Studium gehabt hätte, das ich ja auch unbedingt machen wollte, schon seit meinem 15. Lebensjahr wollte ich Biologie studieren, was ich dann ja auch gemacht habe und auch abgeschlossen habe, aber ob es mich gar so gefreut hat, ich habe es ernsthaft mit den Gedanken getragen, in eine andere österreichische Stadt, wo man Biologie studieren kann, zum Beispiel Salzburg, zu gehen, weil das Wien hat mir nicht sehr gut gefallen. Dann habe ich ein Wirtshaus in Wien entdeckt, in der Wiener Innenstadt, in der Naglergasse. Das hat
damals noch geheißen zum Heiligenstein, nicht Bauer Gustl. Und der Heiligenstein ist ein legendärer Weinberg in der Nähe von Zöbing, Langenlois. Und da habe ich mir gedacht, na gut, also da schaue ich jetzt noch hin, das ist sozusagen ein Gruß aus der Schülerheimat, wenn man das so sagen will. Gut, also dort ist nicht einmal ein Heiligensteiner Wein vorbeigefahren bei diesem Wirtshaus, geschweige denn, dass man dort zu trinken gekriegt hat. Das war das, was man im Wienerischen als ein Brennerstraßler, als ein Klaudern bezeichnet hat. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das eigentlich zu einem späten Treffpunkt geworden ist und ich dann auch später Helmut Zilk zum Beispiel, wo ich auch sein Stammwirtshaus dort kennengelernt habe, was zu einer sehr väterlichen Beziehung letztendlich auch geführt hat, bei aller Unterschiedlichkeit unserer Persönlichkeiten. Heyer, Sie waren, Sie haben ja dann in Wien Ihre Söhne bekommen, vier an der Zahl im Abstand von 2 Jahren, was eine Mega-Leistung ist. Ich vermute mal, dass Sie nicht so viel in Lokalen und Wirtshäusern in der Zeit unterwegs sein konnten, oder doch? Also was waren so die Orte, wo Sie ausgegangen sind? Bei mir waren das wirklich tatsächlich Kaffeehäuser. Die Kinder kamen viel später, 7 Jahre später. Ich war erst mal 7 Jahre lange auf Tournee mit Sami auf der ganzen Welt. Wien war unsere Stadt, wo wir die Koffer gelassen haben. Und von dort aus ging es überall. Aber bei uns war sehr viel durch Sami, Kaffeehäuser, Havelka zum Beispiel. Da gibt es eine nette Geschichte, wenn man schon von Wiener Kaffeehäusern redet. Und was so mich fasziniert hat, weil ich habe ja in Deutschland studiert. Und Deutschland und Wien, das Kaffeehauskultur ist sowas anderes, sowas Persönliches, was man hier erlebt hat. Ich habe eine kleine Anekdote. Ich bin mit Sami, hat mir sofort Havelka gezeigt, sein Stolz, alle Künstler dort, der Arik, Hundertwasser, alles gute Freunde. Und die Frau Havelka hat mich begrüßt, das ist meine Frau, das erste Mal, ich war 23. Gut, Geschichte kurz zu machen. 2 Monate später bin ich alleine gegangen zum Havelka, jung, schön, fesch, sexy, habe ich geglaubt. Setz mich alleine hin auf einen Tisch und natürlich ein junger Mann setzt sich neben mir hin. Und was ist? Die Havelka kommt und sagt, Sie gehen weg, das ist Frau Molcher, sie ist verheiratet. Und das würdest du nicht auf der ganzen Welt nie sehen, ja? Die hat die Menschen wahrgenommen, sie kannten jeden, ja? Und das, was ich liebe in dieser Kaffeehauskultur, dass die Kellner zwar krantig, das findest du nirgends auf der Welt, aber die wissen genau, was ich will, wenn ich heute in ein Kaffeehaus gehe, sie wissen genau, welcher Kaffee ich trinke und das macht das Besondere in Wien aus, ja? Das liebe ich hier. Was Positives zu sagen auch. Gibt es noch viel mehr. Das legendäre Havelka. Bitte? Das legendäre Havelka. Das Kaffee legendäre Havelka. Havelka. Haben Sie das auch frequentiert? Natürlich. Oder waren Sie eher so bei den Spritzwein-Lokalen zu Hause? Ach, ich war damals noch nicht so fixiert. Also natürlich war man bei den Havelka, das ist ja keine Frage. Ne? Ich habe zum Beispiel so Kaffeehäuser wie hier, das Landmann, erst ein bisschen später, so gegen Ende meines Studiums bzw. nach Beendigung des Studiums, tatsächlich aus kennengelernt, weil, sagen wir mal, das studentische Budget war nicht so toll, um das freundlich zu sagen. Und daher war man schon froh, wenn man beim Havelka ein Bier trinken hat können, es vor allem bezahlen können. Trinken hätte man es ja aber auch bezahlen können. Leider konntest du nicht malen, weil sonst hättest du den Kaffee umsonst bekommen und sie haben die tolle Bilder bekommen. Sie haben viel mehr davon. Das verstehe ich. Und mich hätte vielleicht auch die Frau Havelka nicht verscheicht. Die hat genau gewusst, oder wen man verscheuchen muss und wen nicht. Ab wann, also gibt es den Moment, wo Sie dann so richtig angekommen sind in der Stadt? Ich musste, weil der Sami war viel unterwegs, ich war alleine, ich musste neue Freunde, ich musste meine Identität finden. Weil wenn du, wir haben 18 Jahre einen Unterschied zwischen uns beiden, Sami war auf Tourneen, manchmal monatelang, wenn ich nicht mit war. Und da habe ich den Wien, und das habe ich geliebt, Wien entdeckt. Wien muss man entdecken, hinter den Höfen. Man geht eine Tür auf und plötzlich entfaltet sich etwas. Und ich habe wirklich zu Fuß bin ich gegangen und habe ganz Wien kennengelernt. Und das war eine Entdeckung selber. Niemand konnte mir was zeigen, weil ich kannte niemanden damals. Und langsam habe ich dann nette Menschen kennengelernt. Wiener, nicht Wiener, wir müssen auch sprechen überhaupt, was Wiener ist. Ich habe tolle Künstler durch Sami kennengelernt, durch die Brauers, die 100. Also ich bin gleich integriert gewesen und habe sofort gesagt, ja,
ich lebe in dieser Stadt, das Positive will ich hier rausfinden und ich möchte hier leben und es wird doch schön werden. Das kommt darauf an, wie deine Einstellung ist. Ja? Du kannst negativ denken und du kannst positiv. Ich bin ein positiver Mensch und habe wirklich Wien lieben gelernt. Weil Sie die Frage schon aufgeworfen haben, was ist denn eine echte Wienerin oder ein echter Wiener? Puh, also eigentlich so wie ein echter Israeli ist. Es ist nicht so viel Unterschied von den Kulturen, weil wir haben sehr viele Einwanderer, ihr habt sehr viele Mischungen hier. Wenn du das Telefon aufmachst, muss ich nicht sagen, wie viel Chi und Peach und diese ganzen ungarische, böhmische, die ganzen Einflüsse. Das macht Wien ja auch interessant. Und ich will aber noch was sagen. Wien hat sich geändert für mich seit der UNO. Wo die UNO war 68, glaube ich, ne? Oder? Ja. UNO, 68, seitdem. Erschienen worden, ja. Oder 78, verzeih mir, 78, ja. Verzeih, 79. Ein Jahr später. 79, seitdem hat sich Wien enorm geändert. Seitdem sind die Toren aufgegangen, mehr andere Restaurants. Ich komme von der Kulinarik. Damals gab es nicht nur Wiener und österreichische böhmische Küche, sondern es kamen die Italiener, es kamen die Franzosen. Es kam dieser multikulturelle Flair, sehr ähnlich von wo ich herkomme, aus Israel. Ein echter Wiener kann ich nie werden, weil ich zu positiv bin. Ich kann nicht krantig genug sein, leider, ja. Obwohl ich das gar nicht so schlecht finde und ich liebe es auch. Ich merke immer, wenn ich nach Wien komme aus einem anderen Land und ich das erste Mal Passkontrolle und wenn der krantige Zollbeamte dort steht, sage ich, ich bin zu Hause angekommen. Das ist Wien für mich. Ein bisschen Krantigkeit schadet nicht. Aber Herr Häupl, ist das Krantigsein in Wien, ist das nicht eigentlich auch eine versteckte Form von Humor und von Selbstschutz? Naja, also ich erlebe den Wiener ja jetzt sehr, sehr viel längere Zeit, als die ich in Niederösterreich gelebt habe. Und der Wiener ist schon sehr janusköpfig, das ist sicher keine Frage. Er ist auf der einen Seite grantig, er ist abweisend, er kann wirklich echt ungut sein. Wenn man zum Beispiel irgendwann irgendein Fremder nach einer Straße fragt, dann schickt er ihm garantiert in die andere Richtung. Also, deswegen habe ich Wien kennengelernt, weil er hat mich immer woanders geschickt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, er ist liebenswürdig, gastfreundlich, humorvoll. Ja. Bei Wiener, was hat mich immer fasziniert, dass er, janusköpfig ist das falsche Bild, dass er das beides gleichzeitig kann. Er ist liebenswürdig und arg. Und das ist etwas, was mich offen gesagt immer begeistert hat und daher nach etwa eineinhalb Jahren hat mich die Gravitationskraft dieser Stadt ja vollkommen eingefangen und ich wollte überhaupt nicht mehr weg. Ich habe nicht im Entferntesten gedacht, in das Dorf meiner Kindheit zurückzukehren oder in eine ich sage jetzt als Wiener arrogant, in eine Kleinstadt nach Niederösterreich. Sie sind in Otterkring zu Hause. Warum Otterkring? Es hätte ja auch Floridsdorf sein können oder die Josefstadt oder Simmering. In der Josefstadt habe ich eher eine Zeit lang gelebt, nämlich im Studentenheim, direkt an der Zwarerlinie. Das war sozusagen die G-Schule des politischen Engagements. Ich meine, ich habe 68 maturiert, dann war ich ein Jahr verborgen beim Militär. Aber auch 69, als ich das Studium begonnen habe, da war die Luft voll Politik. 68 mit seinen Auswirkungen. Ich würde mich nicht als 68er bezeichnen, sondern als Post-68er. Der Unterschied ist, dass die 68er vielleicht viel fantasievoller, viel leichter gewesen sind. Wir Post-68er waren eher pragmatischer. Also wir haben uns in der Studentenpolitik engagiert, um einfach dort auch zu lernen, was man da macht und tatsächlich zu verändern. Als der Bruno Kreisky einmal gesagt hat, das ganze Leben, die ganze Gesellschaft mit der Demokratie durchfluten, haben wir das gleich ernst genommen. Und haben im Studentenheim gleich angefangen, haben den Heimleiter abgesetzt, haben den Portier entfernt. Mädchen durften selbstverständlich auch in im Studentenheim einziehen, ohne dass deswegen jetzt Sodom und Gomorra ausgebrochen wäre. Also es war plötzlich so, dass auch wesentliche Entscheidungen, die das Zusammenleben im Heim betroffen haben, das Heim selbst, dann gemeinschaftlich auch getroffen wurden, diese Entscheidungen, und nicht von einer anonymen Verwaltung. Und das war eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich meine, die Studenten, muss man sich vorstellen, wenn meine Mutter nach Wien gekommen ist und mit mir essen gehen wollte, dann durfte sie mich nicht vom Zimmer abholen, weil Frauen durften nicht hinein. Es war
fast ein bisschen klösterlich, ja, würde ich sagen. Ne? Und das ist natürlich, ich meine, das ist eine revolutionäre Herausforderung für uns gewesen. Nicht? Und das haben wir auch entsprechend geändert. Deswegen war das auch wirklich spannend, weil wir das ernst genommen haben und gleichzeitig auch gelernt haben, wie in einem politischen Kindergarten, wie man sich hier bewegt und was eigentlich der Sinn der Sache ist. Ne? Nicht zu tricksen oder irgendwelche zu marscheln oder sonst irgendetwas, sondern tatsächlich Gesellschaft zu verändern. Weil Sie jetzt das Jahr 1968 angesprochen haben, in Paris ging es zu im Jahr 68 und auch in Berlin ging es zu, in Wien war jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Ist der Wiener, die Wiener... Entschuldige, da gibt es ein wirklich interessantes Buch, ich weiß nicht mehr, ich habe den Autor vergessen, er war nur einer von den 68ern, auch also ein paar Semester, vier Semester, sowas vor uns. Das hat den herrlichen Titel, Die revolutionären 5 Minuten. Wenn man sich wirklich über die 68er locker und lustig distanzieren will, dann soll man das Buch lesen. Es ist von einem ehemals linken Studenten geschrieben, aber wirklich sehr, sehr humorvoll. Sie waren ja mit Ihrem Mann, Sie sind viel gereist. Der Wiener an sich, die Wienerin, die Revolution, der revolutionäre Funken, das ist Wien nicht wirklich, oder doch? Nein, es kommt alles 10 Jahre später, ja, das ist immer ein bisschen verspätet, aber wo wir waren, ich habe ja in Bremen studiert, Bremen war sehr link. Ich bin 64 nach Deutschland gekommen, da war ich sehr jung, 9. Aber so Ende 60er Jahren waren wirklich die linke Studenten, das waren richtig so die Revolutionäre in Bremen, war richtig links. Und damit bin ich auch aufgewachsen. Obwohl ich in einem Haus von Ärzten aufgewachsen bin, habe ich natürlich revoltiert. Wir haben auch Sachen geändert. Es war schon eine sehr spannende, viel spannender als heute. So. Wir waren viel mutiger und viel mehr auf die Beine gestellt, als wir heute langsam auch bewegen, aber viel langsamer als früher. Man hat viel mehr Mut gehabt. Bei Ihnen ist ja vor allem auch, wenn man sich Ihre Lebensgeschichte anschaut, die Heimat könnte wahrscheinlich oder ich frage Sie einfach, ist die Heimat in Israel, in Tel Aviv, ist sie in Wien oder ist sie am Herd, am Speiseteller von dem, was Sie gerade servieren? Also wie ist Heimat, wo ist Heimat für Sie? Für mich ist Heimat, weil ich so viel auf der Welt war und ich habe so viel kennengelernt, ja, ist Heimat für mich, wo meine Familie und Freunde sind. Wenn meine Familie und Freunde jetzt morgen woanders ziehen würden, ich weiß nicht wohin, würde ich mitziehen. Ich bin nicht so Städte, Länder so abhängig, sondern Menschen und das ist mir viel wichtiger. Meine Heimat sind die Menschen, die ich liebe. Wie ist das bei Ihnen? Also für mich ist Heimat dort, wo ich mich emotionell eingebettet fühle. Ich bin nicht so viel herumgekommen wie du, aber ich habe schon sehr viel im Vergleich auch gelebt. Aber ich bin ein aufgrund der vorherigen Definition, ein wirklich leidenschaftlicher Wiener. Ich bin ein leidenschaftlicher Österreicher und ein leidenschaftlicher Europäer. Ohne dass ich jetzt Bewohner anderer Kontinente da jetzt schlecht machen will, aber hängt eben damit zusammen, wo ist man emotionell eingebettet. Und das ist Wien, das ist Österreich und das ist Europa. Ich würde gerne nochmal auf diesen echten Wiener und die echte Wienerin zurückkommen. Da gibt es ja so Klischees. Die Frage ist, ändert sich das vielleicht auch gerade? Hat sich dieses Klischee weiterentwickelt? Also ich habe vor Augen nach wie vor, das liegt jetzt vielleicht daran, dass ich also im Jahrgang 74 bin, schon ein bisschen den Mundl und den Sackbauer, also so diese berühmte Fernsehsendung, die glaube ich viel mitgemacht hat oder mitgewirkt hat an dem Klischee des echten Wiener. Also irgendwie ein bodenständiger, irgendwie okay Typ, aber halt auch immer ein Wurstl am Ende. Hat sich das nicht total verändert? Wie sehen Sie das? Kennen Sie den Mundl? Haben Sie das je gesehen? Ist vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man es nicht gesehen hat. Ich schaue sehr wenig Fernsehen und damals habe ich auch weniger gesehen. Nein, vielleicht kannst du was dazu sagen, weil du hast es bestimmt gesehen. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber, Kult. Aber die Karikatur ist ja auch nicht die Wirklichkeit, sondern es bildet einen Teil der Wirklichkeit ab, das zugespitzt natürlich, verzerrt zum Großteil, aber immer humorvoll. Und so hat der Mundl auch was mit dem Wiener zu tun. Ja, das gibt es. Ich habe in Kaisermühlen kurze Zeit, 1,5 Monate oder sowas verbraucht.
und dort in dem Kaffeehaus, von dem ich geglaubt habe, es kehrt ihm, also Rissstein war so oft dort, dass ich mir eingebildet habe, es kehrt ihm. Also es kehrt ihm nicht sein, es war im 15. Bezirk. Wieso er nicht dort war in seinem Kaffeehaus, sondern eher in Kaisermühlen, weiß ich nicht, ist ja auch egal, ist ja vollkommen wurscht. Also das ist es sicher nicht. Also ich glaube, dass ja das tatsächlich der Wiener viel, viel vielschichtiger ist. Den echten Wienern, den glaube ich ja nicht. Wien ist ein Melting Pot. Wien ist eine, ob man das jetzt hören will oder nicht, aber in Wirklichkeit eine multikulturelle Stadt, wo es natürlich einen gewissen, wenn man so will, einen gewissen Lebensstil, eine gewisse Lebensart ist. Aber schauen wir uns von mir aus die Küche, die Wiener Küche an. Was ist da der Wiener? Das berühmte Schnitzel kommt aus Italien, das Gulasch aus Ungarn. Also so gesehen, die Mehlspeisen aus Böhmen. Ja. Es ist, die Küche, Wiener Küche ist der Melting Pot, der auch die Stadt Wien ist. Und daher die Wiener Bevölkerung. Und daher sage ich, das beste Symbol für den echten Wiener ist der berühmt gewordene gemischte Salz. Ganz Wien ist ein gemischter Salz. Ja, eigentlich genauso wie in Israel. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in Israel habe ich echte Wiener kennengelernt. Die Juden, die in Wien gelebt haben, die damals nach Israel kamen, haben solche Sehnsüchte zu ihrem Land gehabt und sie waren stolz, Wiener zu sein, mussten weg, ja, aber die haben die Kultur nach Tel Aviv gebracht. Sie haben den Schnitzel, es gibt, ich glaube, jedes Kind in Israel kennt ein Schnitzel. Es gibt kein Kind, das kein Schnitzel isst, ja. Aber es gab wirklich Wiener Juden, die auf den Straßen, ganz in der Nähe, wo wir gewohnt haben, wirkliche Wiener Restaurants und Kaffeehäuser. Und die Künstler, ich habe den Sami damals in Israel natürlich auch begleitet, er kommt von Israel, ich komme von Israel, diese Kaffeehauskultur haben komischerweise alle Künstler übernommen, weil sehr viele Schauspieler aus Wien nach Israel kamen und haben wirklich Wien nach Tel Aviv gebracht. Und damals habe ich wirklich kennengelernt den Stolz der Wiener Juden. Das ist auch eine tragische Geschichte, die Sie jetzt natürlich ansprechen, weil vieles von dem verloren gegangen ist, weil es in Wien nicht überleben konnte oder vertrieben wurde oder ermordet wurde. Aber ein Wiener Café in Tel Aviv, wie hat das in der Zeit, als Sie ein Kind waren, wie hat das ausgeschaut? Weil ich überlege jetzt gerade, bei meinen Besuchen in Tel Aviv wäre mir jetzt kein Wiener Café mehr aufgefallen. Wann warst du dort? Ja, vor fünf, sechs Jahren. Nein. Als ich in Israel war, lange her. Es war in Dizengoff zum Beispiel, ein Künstlercaféhaus. Das könnte ich heute mit Wien total vergleichen, ja. Diese kleinen Marmortische, die Tonitstühle, diese Atmosphäre, der Restaurant, der Wiener Schnitzelrestaurant, sehr, auch diese Gardinen von der Großmutter damals, als ich das später in Wien kennengelernt habe, identisch. Sie wollten auch Deutsch sprechen. Wenn ich heute nach Israel fliege und Menschen, die Deutsch sprechen, welche Sehnsüchte sie haben, Deutsch mit mir zu reden, ja. Weil sie haben immer noch nicht die Kultur vergessen, also sie haben Sehnsüchte. Sie kommen auch wieder zurück, Gott sei Dank, ja, weil irgendwann mal kommt man auch wieder zurück. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben sehr viel in Israel, was Wiener Kultur ist, habe ich als Kind schon mit meinen Eltern kennengelernt. Es gab sogar ein Kaffeehaus, wo immer um 5 Uhr Wiener Walzer getanzt worden ist. Und zwar ganz in der Nähe vom Strand, wo ich aufgewachsen bin. Also ich habe das in Israel schon kennengelernt. Das war wienerischer als eigentlich hier in Wien wahrscheinlich. Eigentlich schon. Nein, aber aus Erzählungen von Emigranten, nicht nur jüdischer Emigranten, ja, sondern auch Emigranten, die aus politischen Gründen etwa noch in die Vereinigten Staaten oder nach Großbritannien oder nach Skandinavien emigriert sind. Oder was man zum Beispiel jetzt nachlesen kann, die Emigration in Shanghai. Ja. Ist wirklich interessant, wo die Leute hinkommen sind, dort hat es Kaffeehäuser gegeben. Und das wird auch kein Zufall sein, weil das einfach ein Ort der Begegnung, ein Ort der Kommunikation ist. Aber über das können wir vielleicht noch reden, was die Funktion des Kaffeehauses ist und wieso es trotz Sigmund Freud auch Kaffeehäuser gibt. Wieso trotz Sigmund Freud? Das aber gerade Sigmund Freud war über Café Korb, ja, war der Salon der Sigmund Freud. Er hat gelebt über Café Korb damals. Das war der Wiener Salon. Ja. Warum trotz Sigmund Freud? Das müssen Sie jetzt erläutern kurz. Das ist relativ einfach, weil ich der Auffassung bin, dass das Wiener Kaffeehaus eigentlich etwas ist, was eine gewisse Berufskonkurrenz sozusagen ist für einen Psychiater. Denn das ist der Ort, wo man sich begegnet, wo man miteinander redet, also zumindest
jetzt verändert sich diese Kultur schon langsam, das stimmt. Wo man zumindest sagen kann, man geredet hat, ja, diese Kommunikation. Ohne Telefon, ohne Instagram. Ohne Handy, ja genau, das ist das, was ich meine. Also man sitzt nicht gegenüber und schaut ins Handy hinein, sondern man hat gar kein Handy, sondern redet miteinander. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig. Ich meine, seit ich in Wien bin ich immer in ein Café, die kulinarische Dreifaltigkeit, ein Kaffeehaus, ein Beisel und ein Heuriger. Das ist das, was die Kommunikationskultur letztendlich auch in der Stadt ausmacht. Und ich habe das immer für unglaublich wertvoll geschätzt und bin eigentlich ein bisschen auch traurig darüber, dass man heute oder viele Leute dort sitzen, im Wirtshaus oder im Kaffeehaus oder beim Heurigen, ins Handy reinschauen, gegenüber sitzen auch noch nicht einmal miteinander reden. Wenn das Pärchen sein, stimmt es mir besonders traurig. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Jetzt sind wir schon beim eigentlich auch quasi dritten und letzten Thema, das ich anschlagen wollte, nämlich die Kaffeehauskultur und die Digitalisierung. Also Sie haben den Einstieg schon geliefert. Ja, was machen wir da? Handyverbot in Kaffeehäusern? Nein, gar nicht. Ich bin überhaupt kein Fortschrittsfan, ich bin kein Fan der Digitalisierung. Das ist alles ein Unfug. Für mich ist die ganze Entwicklung der Digitalisierung etwas, was zu einer Lebenskultur in der Entwicklung gehört, so wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Also so eine Grundkultur, die man natürlich auch lernen sollte. Und da sollte man tunlichst auch alle mitnehmen. Da soll man niemanden zurücklassen. Man braucht halt eigentlich sowas wie eine neue Alphabetisierungskampagne, dass es keine digitalen Analphabeten gibt. Das ist also sozusagen meine Vorstellung davon. Aber es kann niemals das Miteinanderreden ersetzen. Es kann das Fernsehen nicht das Reden miteinander ersetzen. Es macht auch keinen Sinn, wenn zwei Leute auf einem Kaffeehaustisch sitzen und dann nur Zeitung lesen. Das ist genauso, wie wenn sie ins Handy reinschauen. Sondern miteinander reden, sich austauschen, zur Kenntnis nehmen, dass es eine andere Meinung gibt und wenn es auch nicht meine ist. Ich meine, ich weiß schon, dass es Leute gibt, in deren Mund die eigene Meinung zu Widerspruch reizt. Aber das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass wir heute alle im hohen Ausmaß verschieden sind. Aber egal dazu, reden miteinander. Und dazu sind diese Orte in Wien besonders geeignet. Das hat überhaupt nichts mit einer Fortschrittsfeindlichkeit oder Digitalisierungsfeindlichkeit zu tun. Eins muss ich allerdings eine kleine Anmerkung zu der Digitalisierung machen, ohne dass wir das wahrscheinlich jetzt ausdiskutieren können. Wenn ich vorhin gesagt habe, niemand zurücklassen, alle sollen an diesem Fortschritt, dieser Entwicklung entsprechend partizipieren können, dann ist das einer der Kernpunkte dessen, was ich unter digitalen Humanismus letztendlich auch verstehe. Und Integration. Das ist nicht nur Industrie 04, das ist mehr. Ja, wesentlich mehr. Und das ist mir ein Anliegen in der heutigen Digitalisierungsdiskussion, dass man eben nicht nur das technisch diskutiert, nicht nur über Roboterisierung oder künstliche Intelligenz, sondern dass man das versteht als eine moderne Kommunikationsform letztendlich auch, die das Reden nicht ersetzt. Weil Sie quasi mit Ihrem Mann die Welt bereist haben und dort auch inspiriert wurden, für das, was Sie dann zu Hause gekocht haben. Was nehmen Sie aus Wien mit? Was sind die Dinge, wo man sagt, okay, das hat Einfluss genommen auf meine Küche aus Wien? Ich glaube, das ist der Respekt der Kultur. Ich komme aus Israel, ich habe andere Wurzeln, aber ich lebe in Wien und ich habe versucht, Orient, Okzident miteinander zu verbinden. Ein Beispiel, Hummus, Middle East, Levante Küche, Rote Beete, Wien. Also Rote Beete mit Hummus kombiniert ist schon Respekt für Österreich und meine Küche zusammen. Ich versuche auch die Geschmäcke der Österreicher hier zu integrieren und nicht nur jetzt nur fremd, was die Leute noch nicht schmecken können. Und langsam habe ich sie dann daran gewöhnt, unsere Levante Küche, was heute auch natürlich sehr in ist, weil vegan, vegetarisch und so weiter. Aber ich versuche wirklich Österreich mit zu integrieren. Noch dazu habe ich auch eine rumänische Eltern von Rumänien. Also ich habe auch sehr viel von ostjüdische Küche mit reingebracht. Das ist eine Mischung, die genau eigentlich zu Wien passt. Eine multikulturelle Mischung der Küchen. Genau wie du gesagt hast, böhmisch, alles haben wir hier. Also haben wir jetzt auch ein bisschen israelisch. Weil Sie gesagt haben, miteinander reden. Das Kaffeehaus als Ort miteinander reden. Das Kaffeehaus als Ort, wo man miteinander spricht, als wichtige Kulturtechnik. Miteinander kochen. Mache ich sehr viel.
Ich werde jetzt auch mit ukrainischen Flüchtlingen ihre Brot backen. Wir kochen ganz viel miteinander, auch mit verschiedenen Menschenthemen. Und ich habe auch eine Kochschule, wo ich dauernd mit jungen Leuten auch koche oder Familien. Das macht am meisten Spaß. Und ich glaube, während dem Kochen kommt man auch zum Reden. Ja? Auch wenn wir Gäste einladen, werde ich nicht alles vorbereiten, sondern sie kommen, sie helfen mit, man hat Gespräche, man redet. Kommunikation, genau was du gesagt hast, Michael, ist das A und O. Kommunikation und das, wovon wir auch schöpfen können, ja, und lernen können. Nur digitalisieren, nur Handy hilft uns gar nichts. Jetzt muss ich die Frage stellen, miteinander kochen, ist das, also kochen Sie miteinander mit jemandem? Ich lade ein. Ist im Prinzip, abgesehen davon, wir hatten schon mal das Vergnügen, ja, miteinander zu kochen, richtig, auf der Bühne bei der Eröffnung von, dem Steir, von den steirischen Tagen daher. Genau, Schnitzel, das, Wiener Schnitzel. Da haben wir das, ja, allerdings mit so Kichererbsen. Ah ja, genau, Hummus haben wir auch gemacht. Ein bisschen seltsame Mischung ist für uns. Nein, aber der Gag war ja dort damals, da ist eine Dame zu mir gekommen, im steirischen Grün, ein Dirndl, und sagt zu mir, also Herr Landeshauptmann, Sie wissen schon, dass es jetzt auch schon vegane oder vegetarische, hat sie gesagt, also vegetarische Brettljausen gibt, nicht? Da habe ich gesagt, habe ich, ach mein, wenn Gott gewollt hätte, dass ich das esse, hätte er Hosen aus mir gemacht. Ne? Was ein bisschen meinen Zugang dazu hat. Aber ich bin. Sie eine Wählerin verloren? Ja, es war ja Steirerin. Also ich glaube nicht, dass ich sie verloren hätte. Das glaubt man oft, man gewinnt auf der anderen Seite so viele Wähler mit solchen Meinungen. Also egal, das war, ich habe nie nachgedacht, gewinne ich da jetzt einen Wähler oder verliere ich ihn, sondern was in einem drin ist, muss raus. Und das ist letztendlich auch bei mir so. Nein, ich persönlich koche gern, bin allerdings ein bisschen solitärer Kocher. Also schon, ja, bin sehr dankbar, meine Frau sei als Zeugin aufgerufen. Schon, dass ich koche, aber ich will nicht unbedingt gestört werden dabei, sagen wir es mal freundlicherweise so. Beim Essen bin ich wieder total gesellig. Aber kochst du nur für dich allein oder auch für Freunde? Nein, primär koche ich schon, also mal für uns zwar, aber natürlich auch für die Familie. Und wenn Freunde da sind, ich habe das Höchste, was ich jemals gemacht habe, war für 60 Leute kochen. Das war schon eine echte Arbeit. 6 oder 60? 60. Wirklich? Ja, das war eine wirkliche Arbeit. Ja, das das bewundere ich sehr. Ja, also das war schon mit Hilfe auch, ja. Ich habe die Küche benutzt vom Gergeli, weil anders war das nicht gegangen. Und beim Zwiebelschneiden und so, das ist mir dann schon geholfen worden. Hast du Sous-Chefs und so gehabt, ne? So. Ich hab's, na ja, Hilfe. Chef war ich schon, aber das... Aber hast du seine Leute gehabt, die dir das alles geschnitten haben? Das andere waren auch alle Chefs, aber keine Sous. Aber das, sagen wir mal, ja, das artet in Arbeit aus und da ist kein Vergnügen mehr. Jetzt haben wir das Kaffeehaus, das Beisel, den Heurigen, den gemischten Satz als wienerische Artefakte oder als wichtige Säulen des Wienerischen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Fällt uns noch etwas ein, was in diese Aufzählung rein sollte? Was wäre die Zukunft der Wiener Kaffeehäuser nach 20 Jahren? Ich gebe die Frage zurück. Als Moderatorin habe ich das Privileg, dass ich keine Antworten geben muss. Also Wunsch wäre, dass es nie geändert werden wird, weil wir sitzen hier in einem Kaffeehaus, das ist eine traumhaft schöne Atmosphäre, das sollte nie weg sein. Ich glaube, dass wir mehr Kaffeehäuser besuchen werden, weil hoffentlich werden wir in 4-Tage-Woche, hoffentlich werden wir mehr Freizeit haben und hoffentlich dadurch mehr in Kaffeehäuser geben würden. Das wäre mein Wunsch. Und ja, das würde ich mir wünschen. Weniger arbeiten, mehr Kaffeehäuser. Das können Sie wahrscheinlich nur unterstützen. Natürlich, ja. Weil, sitzen wir in 20 Jahren? In Rollstuhl oder wo? Wieso? Oder in Kaffeehäuser. In 20 Jahren bin ich ja nicht mehr ganz so junger Mann wie jetzt. Nein, da wirst du ja immer noch also jung so gesehen, sein. Ne? Na gut, also schauen wir mal. Ja. Nein, ich habe fest vorgenommen, ich will 113 Jahre alt werden. Weil ich will den 100. Geburtstag mit meiner Frau feiern, schön. Also ehren. Ne? Und daher... Wünsche ich euch. Aber jetzt, die kulinarische Dreifaltigkeit von Wien muss erhalten werden. Der gemischte Satz ist ein echter Solitär. Das gibt es tatsächlich nur bei uns, wiewohl andere auch versuchen, das zu produzieren. Also jetzt andere
Bundesländer, aber der tatsächliche gemischte Satz, das ist was ganz Originäres von Wien. Das war vor 100, 120 Jahren, war das der Bauerntrunk, wenn man so will. Das haben die Feldarbeiter mitgenommen hinaus. Heute ist es unser Starwein, den wir der Leitwein, den wir sozusagen in Wien haben. Das ist auch gut so, denn er passt zu Wien, das ist alles sehr gut. Um den mache ich mir weniger Sorgen, weil in der Zwischenzeit auch sehr gute Exportquoten hat, nämlich aus Österreich hinaus, nicht nur nach Niederösterreich. Aber der wesentliche Punkt ist, wie erhalten wir diese Einrichtungen? Wie erhalten wir den echten, originären Heurigen und nicht umgewandelte oder getarnte Wirtshäuser? Wie erhalten wir das tatsächliche Beisel? Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele gerade Corona und auch Corona zugespielt haben. Und wie erhalten wir solche Kaffeehäuser, wie das letztendlich auch das ist, wo wir uns heute zu Gast sein dürfen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die man sich genauso widmen muss, wie man sich zum Beispiel der Erhaltung, mir sehr wichtigen Erhaltung von Naturlandschaften oder Baudenkmälern, also gebaute Geschichte zum Beispiel widmen muss. Das ist einfach Dinge, die man nicht verschwinden lassen soll, von denen man als Wiener hängt. Und das ist nicht die Nostalgie eines älter gewordenen Mannes, sondern ich glaube, das ist einfach Teil unserer Kultur und das sollte man unbedingt erhalten. Aber wie erhalten wir es? Applaus natürlich. Die politische Journalistin in mir fragt natürlich nach, wie erhalten wir es, weil wir erleben alle gerade Fachkräftemangel, Restaurants, die am Abend nicht länger offen halten können, Personalmangel. Also es ist gerade ziemlich schwierig geworden. Und das können wir auch noch nicht voraussetzen, das können wir auch noch nicht sagen, wie das sich weiterentwickelt. Leider kann ich das auch nicht sagen, weil wir haben natürlich Restaurants, wir haben sehr viel gelitten, weiß mal. Aber trotzdem bin ich positiv und trotzdem glaube ich, dass Kommunikation immer noch in Kaffeehäuser, immer noch in Restaurants und das brauchen die Leute, das soziale Zusammenkommen. Egal was sein wird, das wird immer erhalten bleiben. Und wir werden weniger Personal haben, wir werden vielleicht weniger Stunden dann aufsperren, aber das wird erhalten bleiben und das wäre eine Katastrophe. Ohne dem wäre Wien, und das hat man auch gemerkt in Corona, die Geschäfte gingen nicht, weil die Kaffeehäuser nicht auffahren oder die Restaurants. Also das soll die Politik auch mehr und mehr wissen und vielleicht auch mehr und mehr unterstützen. Schade, dass du nicht mehr in der Politik bist. Hätte ich direkten Zugang heute. Ja, mehr machen. Einfach tun. Also gut, ich habe ja schon als ein Junge gelernt, dass man für Politik machen nicht unbedingt in politischen Gremien sitzen muss. Gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber in dem gegenständlichen Fall sage ich da noch dazu, es muss ein kulturelles Anliegen sein. Und man hat zu seiner Zeit darüber nachgedacht, da kann ich mich noch erinnern, als es darum gegangen ist, dass wir die Jazzlokale einfach in Wien wollten. Und was haben wir gemacht? Wir haben jedem Jazzlokal ein Klavier geschenkt. Also manchmal ist das nicht so sehr jetzt eine Frage großartigen finanziellen Aufwandes, sondern vielleicht ein bisschen Fantasie. Aber trotzdem bin ich der Auffassung, Steuern kommt von Steuern. Und wenn vor nicht allzu langer Zeit ein österreichischer Bundeskanzler, den ich nicht besonders verehrt habe, gesagt hat, koste es, was es wolle, was mich damals schon sehr verwundert hat, dann sollte man jetzt darüber nachdenken, wie man zum Beispiel mit Steuerpolitik meine ich damit, auch steuern kann, dass so Kulturgüter, wie das zum Beispiel die kulinarische Dreifaltigkeit sind, aber auch viele andere Kultureinrichtungen letztendlich auch in unserer Stadt, dass das eben nicht den Bach runtergeht, weil die äußeren Rahmenbedingungen, sei es jetzt noch die Pandemie, sei es die Inflation, sei es viele andere Faktoren, die mehr im psychischen Bereich liegen, also zum Beispiel die Angst vor dem Krieg, ich meine, gar so unbegründet ist ja das angesichts anderer Meldungen nicht, dass man sich zum Beispiel da vor dem Atomwaffeneinsatz fürchtet. Seit der Kuba-Krise habe ich ja selber sowas noch nie erlebt, dass das so ausartet dazu. Ich verstehe, dass man hier Angst haben kann. Also dass das alles, okay, manche Dinge sind eh nicht beeinflussbar, aber wir könnten schon schauen, dass wir uns das zumindest solange es irgendwie denkmöglich ist, und damit meine ich bis zum Untergang der Welt, dass dieses Kulturgut erhalten wird. Darauf trinke ich mit dir. Dann stoßen wir darauf an. Und als allerletzte Frage, ganz kurze Antwort, wenn man einen Spritzer trinkt und noch einen, irgendwann mal hat man dann vielleicht am nächsten Morgen ein bisschen einen Kater. Was ist Ihr Rezept gegen einen Kater? Was ist Ihr Katerfrühstück? Das also bei mir ein Shakshuka natürlich und bei dir? Du weißt gar nicht, was Shakshuka ist, ne? Da hast du recht.
Kommst du einmal zum Nennen und ich gebe es dir. Ist in Ordnung. Mein Rezept dagegen ist ein Reparaturseidel. Aber wenn das nicht wirkt, dann komme ich zu dir. Ich glaube, das Reparaturseidel und das Schuka passt doch gar nicht so schlecht zusammen, oder? Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich sehr für diesen Austausch, dafür, dass Sie da sind, Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen angeregten und schönen Abend hier im Landmann. Thank you.